zeige jetzt in diesem Video mal so ein paar Stoffe, die ich entweder zufällig hier in meiner Werkstatt hatte, wo ich meine, dass die total dafür geeignet wären, oder eben auch Stoffe, die ich mir explizit für diese Kollektion zugelegt habe. Ihr seht hier den Stapel, den habe ich schon mal auf Instagram präsentiert. Das sind alles Leinen-Mischstoffe von der Leinenlodge, wo ich ja aktuell den Rabattcode Fräuleins5 habe. Also auf diese Stoffe bekommt ihr bei der Leinenlodge 5% Stand Juni 2024. So, jetzt bin ich nur mal kurz schnell drüber geflogen. Jetzt zeige ich euch die Stoffe aber nochmal im Detail. So, da sind wir zum kurzen kleinen Video für die Stoffauswahl. Ihr seht ja, mein Kleid, da ist es, habe ich aus einem Viskose-Leinen- oder Leinen-Viskose-Stoff genäht, den ich von der Leinen-Lodge habe. Habe ich mir da gekauft, habe mir gleich noch einen ganzen Stapel mehr dazu gekauft, weil ich die Stoffe so schön finde. Also, für dieses Kleid, Kaftan, wie auch immer, wie ihr es tragen wollt, empfehle ich auf jeden Fall Webware. Logisch, ich bin ja der Webwarenverfechter Nummer 1. Ich kann mit Jersey nicht so viel anfangen, außer wenn man halt ein T-Shirt näht. Dann nähe ich natürlich auch gerne Jersey. Ansonsten Webware, Webware, Webware. Welche Webware? Der Stoff sollte einen schönen, weichen Fall haben. Also nicht so steif sein wie zum Beispiel eine Popeline. Die erscheint mir wenig geeignet, weil die nicht schön schwingt und die, ja, die steht dann ab wie so ein Zelt. Und wir wollen ja nicht voluminöser erscheinen, als wir tatsächlich sind. Deshalb wählt bitte einen Stoff, der schön weich fällt. Punkt. Weich fällt. Also, ich zeige euch jetzt mal, welche Stoffe ich empfehlen kann. Dann komme ich gleich, weil wir schon dabei sind, zu den Stoffen von der Leinenlodge. Also das ist aktuell mein Kooperationspartner. Bin ich total glücklich, dass ich den finden konnte, weil der hat wirklich super schöne Leinenstoffe oder eben Leinenmischungen. Bei den Leinenmischungen ist es halt so, dass die nicht so dolle knittern wie ein reiner Leinen. Oh, ihr seht schon, wenn ihr euch da eine Kollektion nähen wollt, also so wie ich das jetzt gemacht habe, meine Hose Kelly und dann das Kleid als Kaftan drüber, da kann man super, super schöne Kombinationen treffen. Also ich muss mir eh noch welche nähen. Also ja, vielleicht nähe ich mit euch zusammen Stand Juni oder Juli 2024. Vielleicht nehme ich einfach nochmal ein Modell parallel mit euch mit, wenn jetzt der Kurs live läuft. Also schaut mal her, das sind wirklich jetzt alles Leinen-Mischstoffe. Also Mischungen Leinen-Viskose, Leinen-Baumwolle. Super, super schön. Das waren jetzt alle Streifen. Hier ist nochmal ein Karo-Stoff, das ist ein 100% Leinen. Der ist als Kleid vielleicht ein klein wenig zu transparent. Also ist nicht transparent, aber ich möchte sagen, so ein bisschen durchblickend. Aber wer das Kleid als Kaftan tragen möchte, kann auch gerne einen etwas dünneren Stoff. Also das müsste jetzt von der Grammatur her 160 Gramm vielleicht sowas sein, mehr ist es nicht, oder 135 vielleicht, ich weiß es leider nicht mehr. Ja, das. Dann, was ich mir gut vorstellen kann, allerdings nicht 100%, wenn das Kleid als Kleid getragen wird, ein Musselin. Weil ein Musselinstoff, den wäscht man ja erst, damit er seine so typische Krinkelstruktur bekommt und so wird er ja auch zugeschnitten, im gekringelten Zustand. Wenn man jetzt das Kleid als Kleid näht, dann sitzt man ja den ganzen Tag auf dem Kleid.
Das heißt, diese Krinkelstruktur sitzt man mit seinem Popo aus. Das heißt, an der Stelle beult dann der Rock. Finde ich so ein bisschen nicht ganz optimal, wobei Musselin geht schon, wenn der Musselin nicht so einen mega Krinkelstoff hat, nicht Krinkel, Oberfläche hat. Zum Beispiel nehmen wir mal hier. Das ist jetzt ein gestreifter Musselin, 100% Baumwolle. Was erzähle ich? Moment, ich schaue mal, ob ich hier noch was finde, damit ihr es genau wisst. Nee, steht leider nichts drauf. Schade. Aber der geht, weil ihr seht, gut, der ist jetzt noch nicht gewaschen, aber ich glaube, der kringelt nicht so richtig doll und dann geht es. Auf jeden Fall fällt er schön. Das gleiche gilt bei Demusselin. Da steht was drauf. 100% Baumwolle und der wiegt 125 Gramm je Quadratmeter. Also daran könnt ihr euch orientieren. Das ist jetzt so ein Musselin, der so ein Jacquard-Musselin, der doppelt gewebt ist, also einmal positiv-negativ-Effekt hat. Also den kann ich mir auch total gut vorstellen als Kleid. Nochmal das, das gleiche positiv-negativ-Effekt. Einmal so, einmal so. Also so ein Musselin könnt ihr auf jeden Fall hernehmen. Ihr seht zwar, der krinkelt hier jetzt schon ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, wie er ist, wenn er gewaschen ist, aber ich glaube, der geht auf jeden Fall. Wenn ihr einen Musselin nehmen wollt und ihr euch nicht sicher seid, wie das dann ist mit dem Ausleiern am Popo, dann empfehle ich, macht man zwar bei Musselin nicht so unbedingt, weil er dann diese typische gekrinkelte Struktur weg ist, dann bügelt euch den Musselin aus nach dem Waschen, bevor ihr es zuschneidet. Allerdings müsst ihr dann jedes Mal, wenn ihr euer Teil also fertig genäht habt und wieder wascht, müsst ihr es jedes Mal bügeln, was man ja sonst bei Musselin nicht muss. Das nur mal so als Anmerkung. So, also das waren die Einmusselinstoffe. Dann habe ich noch, das sind gar keine richtigen Musselinstoffe. Die sind zwar auch so doppelt gewebt, also sind zweilagig, aber ja, die krinkeln überhaupt gar nicht. Also das würde auch gehen, so ein Stoff. Also den finde ich richtig schön. Man muss nur aufpassen bei diesen Stoffen, die so hell sind, dass die nicht zu transparent sind, wenn man es als Kleid vernähen möchte. Gerade wenn man dann mit dem Kleid gegen die Sonne steht oder die Sonne im Rücken ist, dass da nichts dann zu sehr durchscheint. Also das ist so ein Stoff und den habe ich auch noch mal, also zufällig in meiner Werkstatt, in einem ja, Blauton. Dann habe ich noch einen wunderschönen, jetzt muss ich gucken, ist das 100% Baumwolle? Weiß ich gar nicht jetzt. Nee, es ist nicht 100% Baumwolle, weil die Neonstreifen, die können keine Baumwolle sein. Die müssen was Chemisches drinnen haben. Das ist eigentlich ein Blusen- oder ein Hemdstoff. Den habe ich mal gekauft, weil ich so ein Hemdkleid-Schnittmuster machen wollte. Ja, der Stoff ist da, das Schnittmuster nicht. Aber so einen Stoff kann ich mir auch total gut vorstellen. Also einmal in Gelb. Ich zeige euch jetzt einfach in Neonpink. Da habe ich mir echt schon was draus genäht. Da habe ich gar nicht mehr so viel. Und so in so einem Blauton. So, das sind die Stoffe, die ich empfehlen kann. Also lose gewebte Baumwolle, nicht zu steif. Musselin geht mit Bedingungen, ne, habe ich ja gerade erklärt. Leinenstoffe aller Art geht auch. Was nicht geht, habe ich gesagt, Popeline, die ist zu steif. Jersey kann wahrscheinlich auch gehen, aber ihr wisst ja, habe ich auch schon erklärt, ich bin nicht der Jersey-Verfechter. Sollte sich jetzt jemand in irgendeinen der Stoffe, die ich hier gezeigt habe, wo ich so Ballen habe oder
Rollen habe. Also nicht die von der Leinenlodge, die kauft ihr bitte bei der Leinenlodge. Von diesen Stoffen, die ich gezeigt habe, könnt ihr mir gerne, ich muss wieder dazu sagen, Stand aktuell, Juni, Juli 2024, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben und eine Anfrage stellen, weil ich die Stoffe nicht im Shop habe, aber ich schnibbel euch gerne 2 Meter runter, wenn ihr was wollt. Also schreibt mir einfach, dann sage ich euch auch den Preis. Der bewegt sich so um die 15 Euro pro Meter. Sage ich jetzt mal so pauschal plus minus. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich müsste nachschauen. So, jetzt Mädels. Ihr wisst, was ihr braucht. Schaut in eurem Fundus. Ihr müsst ja nichts Neues kaufen. Schaut in eurem Fundus. Da ist bestimmt ganz viel Stoff vorhanden und nehmt das, was ihr habt. Vor allem, wenn ihr euch total unsicher seid, schnappt euch einen Opferstoff. Danke Susanne für das tolle Board, das nehme ich jetzt so gerne her. Also schnappt euch einen Opferstoff und legt einfach mal los. Ja, das war das Video und weiter geht's mit dem nächsten Video. Es nimmt kein Ende. Die Einleitung nimmt kein Ende.